wir wollen euch natürlich Danke sagen. Wir fingen sofort an zu denken, was könnten wir zum Geburtstag schenken. Zum Anlass der Feier wäre korrekt eine große Flasche Sekt. Also sind wir zur Villa gelaufen, für euch eine solche Flasche zu kaufen. Wir hatten die Flasche und hatten gedacht, ob der Inhalt euch wohl Freude macht. Wir entkorken sie zwecks Testerei, aus einem Glas wurden jeden Schnitt drei. Und wir hatten die Güte gewährt, da war die Flasche, klug, klug, schon leer. Nun haben wir hier von uns als Geschenk die leere Flasche für euch zum Gedenken. Erneut begannen wir nachzudenken. Was könnten wir euch bloß schenken? Da fiel uns die Parfümerie schnell ein. Wir fuhren ganz fix nach Gmünd herein. Da fanden wir zwischen Kugeln und Spiegeln diese Creme, die soll die Jugend besiegeln. Kaum zu Hause angekommen, fragten wir ganz willkommen, ob es mit der Creme wohl funktioniert. Wir haben es vorsorglich ausprobiert. Wir salbten uns mit großem Schwung, es tat wohl und wir fühlten uns wieder jung. Und als wir hatten die Güte gewährt, da war die Dose auch schon leer. Nun haben wir hier von uns als Gedenk die leere Dose. Langsam plagt uns das schlechte Gewissen. Doch Moment, wie wär's mit einem süßen Bissen? Eine Schachtel Praline sollte es sein. Wir kaufen sogleich etwas Passendes ein. Das Outfit edelt die Verpackung schön um. Zack, quasi weg in unserem Mund. Und als wir hatten die Güte gewährt, da war die Packung auch schon leer. Wir können euch mit Sicherheit sagen, was da verschwand in unserem Magen, das war von bester Qualität. Etwas, worauf ein jeder wohl steht. Nun haben wir von uns als Gedenk die leere Schachtel von euch als Geschenk. Die Situation bekehrt. Ein originelles Geschenk musste her. Es wäre wirklich das Allerbeste. Ein Feuerwerk zu eurem Feste. Wir wussten sofort, das musste es sein und kauften es noch am selben Tag ein. Man versprach uns den Himmel voller Brillanz, mit Funkensprühen und Lichterglanz. Ihr ahnt nun sicher, was jetzt kommt. Kaum zu Hause probierten wir es prompt und wirklich, es war wunderschön. Nun habt ihr es leider nicht gesehen, so nehmt als Ersatz von uns als Gedenk ein paar Wunderkerzen für euch als Geschenk. Danke, die Frau Wie. Es wurde es wirklich knapp mit der Zeit, kein Geschenk weiter und weiter. Ein ausgefallenes Präsent sollte es sein. Da schauten wir bei Ruschitzka rein. Die wussten auch gleich, was Frauen und Männer so tragen. Eine Bluse ganz schlicht mit modischen Kragen. Man empfahl uns eine schöne und tat dabei wichtig. Damit liegen sie bei Mama und Papa richtig. Die Bluse ist leicht zu pflegen, fast bügelfrei. Nach 30 Wäschen noch immer wie neu. Wie praktisch kann ein Geschenk doch sein? Darüber werdet ihr euch ganz sicher freuen. Wieder zu Hause waren wir erpicht zu erfahren, ob stimmte, was die Verkäuferin verspricht. Es kam 30 Mal in die Maschine hinein. Vertrauen ist gut, Kontrolle muss sein. Und wirklich, wir hatten richtig gewählt. Wir haben uns jedoch beim Waschen verzählt. Beim 31. Mal, wir sind ganz verbittert. Die Bluse ist eingelaufen und völlig erknittert. Danke. Und so bekommt ihr von uns als Geschenk die verwaschene Bluse als Geschenk. Nun änderten wir die Strategie. Wir mussten erkennen, so klappt das nicht. Jetzt macht nicht so enttäuschtes Gesicht. Voll waren wir trotzdem nicht. Und so nehmt von uns allen als Gedenk dieses. Wo ist es? Aufpassen, da ist er. Vorsicht, Schützen. Dieses ist als Geschenk von uns allen. Der Rand knallt, rotes Gummiboot, mit süßem Gummiboot. Das Geschenk ist noch hinaus. Nummern, und auch Nummern muss aufgemacht werden. Ja? Müssen wir das jetzt auch machen? Ja, das ist für uns allen. Aber ich möchte es auch machen. Wer kommt da? Ich habe ja gerade drin, ich muss verfolgen, was ich treffe. Ich trinke es jetzt schon auf Frauenkasten. Oh ja, schon, da trinke ich. Aber ich sage, ich habe es noch nicht probiert. Du machst
Michi? Hartlauer, weil. Das ist ein Brünn-Erika. Schwab. Hört das denn mal? Ja, Hörgerät. Nein. Der ist ein Kapotscher. Genau. Das kommt denn so ein Sonnenspeicher, was ich noch höre. Ja, Optik ist Optik. Wie gesucht hier? Das war der Solarzell. Das war's für dich. Ein Luftballon. Euro 2008, das ist schon vorbei. 2 Jahre später. Dann haben wir schnell. Niki, wo kann man das rein? Da, gell? Oh, Entschuldigung. Ich spiele dir nicht. Ich mag schon, dass ich was zu trinken kriege. Na ja, nur werden wir nicht fahren. Weiter. Ich kann nicht mehr schwimmen. Das schenke dir, Erika. Ich will dich heute ins Bett legen, aber nicht anschauen. Schau mir die Rosen an. Mit heutigen Tag war es fertig zu mir, das Gewerbe ablassen. Jetzt bin ich nur mehr für alle zuständig. Von irgendwas einmal ausgehalten. Das gefällt mir schon. Viel Glück im neuen Jahr. Vorsichtig aufmachen. Ja, schaut nicht schlecht aus. Okay. Oh. MSC. Erika, das kriegst du nicht durch. Nur mit dir? Na ja, der kriege ich dir keinen Ausgang. Ja, aber wo? Der Schlüssel von dem her nicht aufsehen. Da waren wir schon bei dir. Will ich das vorlesen? Ja. Weiß ich nicht. Aber da steht drin ein Schuldschein. Mindestens. Ja, das habe ich mir für einen Rechtsanwalt gekriegt. Nein, Der weiß schon, wer auf ist. Schuldschein. Ein Gutschein für eine Kreuzfahrt ohne Frau? Nein! Ja, nur da bin ich bringt Gutschein. Da war die Bierchen dabei. Sitz, Malta, Rom. Was hast du noch? Barcelona. Barcelona. Das habe ich noch umgeknickt, weil ich kann nicht lesen. In einer Außenkabine, das ist gefährlich für dich. Oh, herrlich. Ja. Nein, das ist so schwer. Reisebegleitung haben wir auch. Reisebegleitung, bin der Michael. Ach so, ein Hund, Anna. Oh, das ist okay, die Kacke. Und wir bringen das rein, komm her, das muss gut aufgehen. Der Thomas, die nimmt mich zum Schluss nicht mit, ich möchte mitfahren.
Konzentration ist ganz wichtig. Wie viele Tage immer sind, schau. Gibt es das Deutsch? Genau. Der weiße Führer auch gleich. Wir lieben danke vielmals. Was ich sage, Hans, das Einblick wird immer höher. Dann können Sie es. Ich muss zuerst ernten. Das hört, da schau her, da steht Hanno. Einsetzen und dann. Da steht ja nur Hanno. Das ist nichts so ernten. Das ist der Grüne. Da geht es mir wieder gut. Du kannst du jetzt eine Änderung übernehmen. Ja. Das ist von uns allen eine Kleinigkeit. Danke für den Herrn. Und allen nicht gut. Die habe ich schon geküsst, ich will den Freund. Ich bin nicht geküsst. Haben wir nicht geschafft? Ich sage du darfst auch schauen. Ich war mit der Monika. Opa halt durch. Naja, du warst ja auf dem Hirnwachs kaum. Solange er kräftige Stimme hat, geht's. Und dann hab ich nicht mehr recht. Na, heiraten hätte ich ja nie. Na, das ist schon klar. Das ist ja unnötig. Ja, vor allem, sie erinnern sich erst an den sie hat mir schon die Droge. Und jetzt gibt es keine Tage, das Gewehr mit ihr.